Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang, doch der sogenannte Islamische Staat hat den Angriff eines Jugendlichen im Regionalzug nach Würzburg bereits für sich reklamiert. Er veröffentlichte nach eigenen Angaben ein Drohvideo des Attentäters. Bayerns Innenminister Herrmann hatte zuvor erklärt, bisher gebe es keine Indizien für eine Vernetzung mit extremistischen Kreisen. Der 17-Jährige aus Afghanistan hatte mit Messer und Axt 5 Reisende verletzt. Später wurde er von der Polizei erschossen. Würzburg am Tag nach der Gewalttat im Regionalexpress. Polizisten suchen am Mainufer nach Spuren vom Vorabend. Hier hatten Einsatzkräfte den 17-jährigen Afghanen kurz nach seinem Angriff auf Zugfahrgäste gestellt und nach eigener Aussage in Notwehr erschossen. In seinem Zimmer bei einer Pflegefamilie im Raum Würzburg fand die Polizei eine selbstgemalte IS-Flagge sowie Schriften mit radikal-islamischem Inhalt. Gestern Abend war der 17-Jährige laut Zeugen im Regionalexpress nach Würzburg unvermittelt mit Axt und Messer auf Fahrgäste losgegangen. Dabei habe er Allahu Akbar gerufen. Wie kann es sein, dass jemand, der nach Wahrnehmung seiner Mitmenschen bislang eigentlich eher völlig unauffällig war und auf keinen Fall als radikal erschien, sich mutmaßlich in kurzer Zeit dann plötzlich umorientiert? Das sind ja die entscheidenden Herausforderungen, vor denen wir stehen. Man werde aber auch in Zukunft nicht in jeden Eisenbahnwaggon einen Polizisten setzen können. Auch das umfassendste und intensivste Sicherheitskonzept wird solch schreckliche Anschläge wie gestern Abend nie restlos ausschließen können. Ob die Attacke wirklich einen islamistischen Hintergrund hat, müssen die Ermittlungen aber erst noch ergeben. In Michael in Berlin ist jetzt unser Terrorismusexperte Michael Stempfle. Herr Stempfle, was ist das Besondere an diesem Würzburger Anschlag? Also alle objektiven Kriterien hätten eigentlich nicht vermuten lassen, dass sich dieser junge Mann nicht zurechtfindet in Deutschland, denn er hatte wohl Unterkunft bekommen, als er nach Deutschland kam, bei einer Einrichtung, die einen sehr guten Ruf hat. Dann ist ihm eine Pflegefamilie zugesprochen worden. Er hat ein Praktikum gemacht mit Chancen, anschließend auch einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Auch sein Umfeld reagierte wohl nach ersten Ermittlungen überrascht. Insofern muss man sich fragen, was ist denn eigentlich passiert zwischen dem Attentat gestern und den Monaten davor, wo die Behörden auch den Eindruck hatten, nach objektiven Kriterien ist da eigentlich alles oder vieles eben gut gelaufen. Das muss man jetzt analysieren. Antworten gibt es daraufhin nicht. Man kann nur vermuten, dass vielleicht eine kurzfristige Radikalisierung stattgefunden hat, aber das sind einfach nur Vermutungen und keine klaren Hinweise dazu gibt es bislang. Mhm. Herr Stempfle, nun hat sich der Islamische Staat zu diesem Anschlag bekannt, wohl auch ein Drohvideo veröffentlicht. Wie ernst muss man das nehmen? Also am Anfang gab es ja einfach nur die Meldung, dass der 17-Jährige ein Kämpfer des IS sei. Das heißt, der IS hat das gemacht, was immer wieder passiert. Er hat, nachdem es eine Tat gab, behauptet, dass man die Tat dem IS zuschreiben könnte. Das ist sozusagen nachträglich, um Propaganda zu machen in eigener Sache. Jetzt soll es, wie Sie sagen, auch zusätzlich ein Drohvideo geben, das von dieser Nachrichtenagentur veröffentlicht wird, die Nachrichtenagentur Amak, die dem IS nahesteht. Da soll er wohl gesagt haben, ich bin ein Soldat des Islamischen Staates und beginne eine heilige Operation. Das sind erste Meldungen, die wir da haben. Ich konnte das noch nicht verifizieren, aber das sind, wie gesagt, die ersten Meldungen dazu. Michael Stempfle war das, aus Berlin zugeschaltet. Vielen Dank. 5 Tage nach dem Anschlag in Nizza hat Bundesaußenminister Steinmeier offiziell bestätigt, dass 3 Deutsche unter den Opfern sind. Eine Lehrerin und 2 Schülerinnen aus Berlin seien getötet und eine weitere Schülerin verletzt worden. Der Angreifer war an der Strandpromenade von Nizza mit einem Lastwagen durch eine feiernde Menschenmenge gefahren und hatte insgesamt 84 Menschen dabei getötet. Einst waren sie Weggefährten, jetzt sind sie Erzfeinde, der türkische Präsident Erdogan und der islamische Prediger Gülen. Und so war es nicht überraschend, dass Erdogan den im US-Exil lebenden Gülen
als Drahtzieher des gescheiterten Putsches ausmachte. 4 Dossiers, die das belegen sollen, hat die Türkei jetzt nach Washington geschickt. Ziel ist die Auslieferung Gülens. Parallel dazu geht die Regierung weiter hart gegen mutmaßliche Gegner vor. Gerade wird bekannt, dass allein das Bildungsministerium mehr als 15.000 Beamte suspendiert hat. Am 4. Tag nach dem Putsch gehen die Vernehmungen der vielen tausend festgenommenen Soldaten und Offiziere weiter. Hier verlassen 29 junge Männer ihre Zellen, um im Justizpalast von Jalayan verhört zu werden. Heute wurde auch bekannt, dass 100 Mitarbeiter des türkischen Geheimdienstes mit sofortiger Wirkung ihrer Aufgaben entbunden wurden. Razzien der Polizei und lokale Jubeldemonstrationen von AKP-Anhängern sorgen weiter für eine gespannte Stimmung im Land. Übergriffe der letzten Tage gegenüber türkischen Minderheiten veranlassen den Ministerpräsidenten zu einem gemeinsamen Appell mit dem Vorsitzenden der größten Oppositionspartei. Niemand darf Rachegefühle entwickeln. Das ist in einem Rechtsstaat nicht zu akzeptieren. Heute sind Einigkeit und Zusammenhalt nötig. Wir sollten niemals vergessen, dass wir ein Rechtsstaat sind. Wir müssen alles im Rahmen der Gesetze tun. Ich hatte einige Sorgen, die ich dem Ministerpräsidenten nun mitgeteilt habe. Es ist unsere Pflicht, die Spannungen in der Bevölkerung abzubauen. Für erneute Unruhe in Teilen der Öffentlichkeit sorgte diese via Twitter anonym verbreitete Liste. Auf ihr Dutzende Namen von Autoren und Journalisten. Laut Medien eine mögliche Liste für zukünftige Festnahmen. Wegen illegaler Preisabsprachen müssen mehrere europäische Lastwagenhersteller ein Rekordbußgeld von insgesamt fast 3 Milliarden Euro bezahlen. Diese Strafe verhängte heute die EU-Kommission. Den höchsten Einzelbetrag mit 1 Milliarde Euro hat die Daimler AG zu entrichten. Auch die VW-Tochter MAN war über Jahre an diesem Kartell beteiligt, erstattete dann aber Selbstanzeige. Weil das Unternehmen als Kronzeuge fungierte, kommt es nun straffrei davon. Mit Turbulenzen hat in Cleveland der Nominierungsparteitag der US-Republikaner begonnen. Gegner des umstrittenen Milliardärs Trump forderten vergeblich eine Änderung der Parteitagsregeln, um die Ernennung Trumps zum Präsidentschaftskandidaten zu verhindern. Für Aufregung sorgte auch eine Rede von Trumps Ehefrau Melania, die in Teilen der Ansprache glich, die Präsident Obamas Ehefrau Michelle 2008 gehalten hatte. Und hier noch die Wetteraussichten. Morgen im ganzen Land viel Sonne, nur im Nordosten noch ein paar Wolkenfelder. Gegen Abend im Nordwesten und im Westen dichtere Wolken und erste heftige Gewitter. 22 bis 36 Grad. Und wir melden uns wieder um 17 Uhr. Bis dahin.